Liebe Kollegin, es ist 2 Tage her, dass Kollegin Manuela Schwesig und ich gemeinsam mit der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft den Startschuss gegeben haben für die Aktion Demenzpartner. Es geht darum, in einem Kursangebot Menschen zu befähigen, in ihrer Berufstätigkeit, in Behörden, in Geschäften, im Personennahverkehr, aber auch als achtsame Nachbarn, einen Blick zu haben auf die besonderen Notwendigkeiten, angemessen mit demenziell Erkrankten umzugehen. Es geht auch darum, gegen die Gefahr der Isolation von demenziell Erkrankten und ihren Angehörigen ein wirksames Zeichen zu setzen. Diese Aktion der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft ist eingebunden in ein weltweites Netzwerk. Im angelsächsischen Raum spricht man von Dementia Friends. Und das Symbol ist, das Vergissmeinnicht, das deutlich machen soll, auch wenn zu dieser Krankheit ein Nachlassen der eigenen Gedächtniskraft gehört. Wir vergessen diese Menschen nicht, meine Damen und Herren. Und zu dieser starken Aktion aus der Zivilgesellschaft, die wir aus den Mitteln des Bundesgesundheitsministeriums mit Anschubfinanzierung unterstützt haben, passt gut zu unserer Pflegepolitik. Denn am 1. Januar des nächsten Jahres ist es endlich soweit, dass demenziell Erkrankte einen gleichberechtigten Zugang zu allen Leistungen der Pflegeversicherung erhalten. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren, ob es nun um die Schulung derjenigen geht, die in Zukunft das neue Begutachtungsverfahren anwenden, ob es um die Verhandlung von Personalschlüsseln für einzelne Einrichtungen und Landesrahmenvereinbarungen geht. 5 Milliarden Euro mehr jährlich werden ab dem nächsten Jahr in der Pflegeversicherung für zusätzliche Leistungen zur Verfügung gestellt. Und die pflegepolitische Agenda dieser Koalition geht weiter. Ich nenne die Stichworte bessere Verzahnung der Leistungen der Pflegeversicherung mit der kommunalen Altenhilfe. Ich nenne die Modernisierung der Pflegeberufe, das Thema Entbürokratisierung der Pflegedokumentation und ein Pflege-TÜV, der endlich diesen Namen wirklich verdient. Wir haben uns viel vorgenommen. Ich danke gerade dem Pflegebeauftragten Karl-Josef Laumann für sein engagiertes Drängen und Arbeiten an diesen Themen. Meine Damen, meine Herren, diese Kraftakt der Großen Koalition im Bereich der Pflege macht zugleich deutlich, dass wir selbstbewusst all jenen Populisten entgegentreten sollten, die den Eindruck erwecken, die großen Anstrengungen bei der Aufnahme von Flüchtlingen in unserem Land ließe gleichsam die Einheimischen zu kurz kommen. Davon kann nicht die Rede sein. Und ich bitte alle, auch die Kolleginnen und Kollegen des geschätzten Koalitionspartners, nicht vereinzelt, aber dann leider hochrangig, selbst zum Stichwortgeber solcher unberechtigten Ängste zu werden. Nein, wir kümmern uns um die, die zu uns kommen und die, die hier sind und die unsere Unterstützung vermehrt verdienen, seien es Pflegebedürftige, ihre Angehörigen oder die Pflegekräfte in unserem Land. Lassen Sie mich auch etwas zur Gesundheitsversorgung der Flüchtlinge in unserem Land sagen. Und da muss am Beginn der Dank stehen an die vielen Haupt- und Ehrenamtlichen, die in den Flüchtlingseinrichtungen Beeindruckendes leisten bei der medizinischen Erstversorgung. Danke für diesen Einsatz. Ich habe erst vor wenigen Wochen das Michaelisdorf bei Darmstadt besucht, in der ein eindrucksvolles Projekt gerade für traumatisierte Frauen, Kinder und Jugendliche läuft, das auch gleichzeitig vom Sigmund-Freud-Institut wissenschaftlich evaluiert wird, damit wir da auch weiteres lernen, um Traumatisierten bestmöglich helfen zu können. Zugleich gilt, und darauf hat erst vor wenigen Tagen erneut das Robert-Koch-Institut hingewiesen, dass Sorgen mit den Flüchtlingen kämen gleichsam erhöhte Gesundheitsgefahren für die Bevölkerung in Deutschland auf uns zu, sich als unbegründet herausgestellt haben. Auch hier kein Grund zur Panik machen. Natürlich will auch ich ein Wort zu der Frage der damit verbundenen Kosten sagen. Zunächst gilt, für die Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz steht die Gemeinschaft der Steuerzahler ein. Danach werden die Flüchtlinge zu allermeist jedenfalls Mitglieder, wenn sie dauerhaft hier bleiben, der gesetzlichen Krankenversicherung. Und da gilt natürlich, dass wir alles tun wollen und tun müssen, dass sie bestmöglich in den Arbeitsmarkt integriert werden, dass wir auch aus Fehlern gescheiterter Integration in der Vergangenheit lernen. Und deswegen ist das Integrationsgesetz ein so wichtiger Schritt.
Scheiternde Integration kostet Geld. Gelingende Integration kann uns helfen, Probleme zu lösen. Beim Tag der offenen Tür im Bundesgesundheitsministerium vor wenigen Tagen habe ich eine junge Frau, zu uns geflohen aus Syrien, kennengelernt, die als Bufdi im Bayerischen Hof in einem Pflegeheim hilft. Und ich habe gesehen, nicht nur sie, sondern die strahlende Dankbarkeit der Einrichtungsleiterin für diese Arbeit. Ja, und ich sage, es ist richtig, dass wir gleichzeitig mit Vorsorge dafür Sorge tragen, dass nicht Kosten zu der Flüchtlingsversorgung zu steigenden Zusatzbeiträgen führen. Und deswegen halte ich es in einer Zeit, in der die Liquidreserve prall gefüllt und mit Negativzins belegt ist, für vertretbar, dass wir Mittel entnehmen, um das Risiko hiervon Mehrkosten abzufedern. Das eine gemeinsame Entscheidung im Bundeskabinett. Ich sage ganz offen, wir werden die Entwicklung weiter im Auge behalten müssen. Das kann sicher keine Dauerlösung sein. Es muss erst recht Ansporn sein, bestmögliche Integration in den Arbeitsmarkt zu gewährleisten. Meine Damen, meine Herren, lassen Sie mich etwas zur Kassenlage insgesamt sagen. Das erste halbe Jahr ist abgeschlossen worden, erneut mit einem Plus von 600 Millionen Euro. Es zeigt sich, all diejenigen, die vor Wochen mit falschen Zahlen, auch heute werden wieder in Zeitungen falsche Zahlen über die durchschnittliche Höhe des Zusatzbeitrages verbreitet, Alarmismus verbreiten, für den kein Anlass ist, auch nicht für Panikmache, auch nicht für Vorwahlkampf. Es sind gute Gründe zu sagen, wir behalten die Lohnzusatzkosten in Schach, denn die wichtigste Grundlage eines solidarischen Gesundheitswesens sind gut bezahlte, sichere Arbeitsplätze. Und gleichzeitig gilt, wir wissen, wir dürfen die Versicherten nicht überfordern. Deswegen müssen Leistungsverbesserungen stets mit Augenmaß geschehen, die nachhaltige Finanzierbarkeit des Gesundheitssystems im Auge behalten. Entgegentreten möchte ich allerdings ausdrücklich Aussagen einzelner Kassenvertreter, die von uns beschlossenen Leistungsausweitungen kämen nicht den Versicherten zugute. Von wegen die Stärkung der Pflege auf der Krankenhausstation, der Krankenhaushygiene, der Palliativ- und Hospizversorgung, all dies ist im Interesse der Versicherten in unserem Land, meine Damen und Herren. In einer Reihe von Gesetzen, die wir in den letzten 12 Monaten auf den Weg gebracht haben, sind jetzt die verschiedenen Partner auch der Selbstverwaltung dabei, dies umzusetzen. Ich freue mich, dass im Februar die Nationale Präventionskonferenz eine erste wichtige Bundesrahmenempfehlung im Bereich Gesundheitsförderung in Lebenswelten beschlossen hat, dass inzwischen in 4 Bundesländern, Hessen, Sachsen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen, Landesvereinbarungen zugekommen sind. Die anderen sind eingeladen, alsbald hier mitzumachen. Und das Präventionsforum wird in der nächsten Woche zusammenkommen und auch dort viele einbeziehen, die dieses Gesetz mit Leben füllen sollen. Ausdrücklich möchte ich betonen, dass der Kampf gegen Suchtgefahren ein zentrales Element unserer Politik der Gesundheitsförderung und Prävention ist. Auch dazu sind eine Reihe von Maßnahmen erneut im Bundeshaushalt vorgesehen. Ich danke Drogenbeauftragte Marlene Mortler herzlich für ihre hervorragende Arbeit. Der Innovationsfonds wird bald erste Entscheidungen, ich rechne im Oktober aber damit, treffen für die Förderung sektorübergreifender Versorgung. Da, wo wir viel zu lange Mauern zwischen den Sektoren gebaut haben, werden endlich Brücken gebaut. Ich möchte etwas sagen zur Umsetzung der Krankenhausreform. Ja, wir haben eine Reihe von Aufträgen an die Selbstverwaltung übergeben. Einige davon sind umgesetzt worden, andere noch nicht. Ich erwarte, dass dies zeitnah geschieht. Ich finde es nicht schön, dass beispielsweise im Bereich der Hochschulambulanzen, der Zentrenzuschläge es offensichtlich des Schlichtungsverfahrens bedarf, damit hier zeitnah entschieden wird. Wir erwarten, dass der Wille des Gesetzgebers, diese Arbeit auskömmlich zu finanzieren, umgesetzt wird und werden dies sehr nachdrücklich begleiten. Meine Damen, meine Herren, wir verbinden bei Leistungsverbesserung mit Augenmaß stets den Gedanken von Qualität und nachhaltiger Finanzierbarkeit. Aber da bedarf es gelegentlich, das will ich einräumen, des Nachsteuerns. Und das tun wir etwa beim Gesetz über die Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung. Mich beschämt es, wenn ich den Brief einer 80-jährigen Frau lese, die mir schreibt, wie sie mit einer Kasse darum kämpft,
ein taugliches Inkontinenzmittel für Ihren pflegebedürftigen Ehemann zu finden. Damit muss Schluss sein, und dies werden wir mit diesem Gesetz beenden. Wirtschaftlichkeit ja, aber bessere Beratung und klare Qualitätsmaßstäbe, das gehört zusammen. Und ich sage angesichts einer Diskussion der letzten Tage, wir werden uns auch bei der Zytostatika-Versorgung, also bei der Versorgung von eigens hergestellten Arzneimitteln in der Tumorbehandlung, genau ansehen, ob Ausschreibungsrahmenbedingungen korrigiert werden müssen, damit wir einerseits den Vorteil für Wirtschaftlichkeit solcher Verfahren nutzen, aber die zeitliche zur Verfügungstellung der Mittel in hoher Qualität nicht gefährdet wird. Und wenn hier Nachsteuerungsbedarf ist, dann bin ich sicher, werden wir den gemeinsam bewerkstelligen, meine Damen und Herren. Wenn es um Qualität und Patientensicherheit geht, möchte ich einige kurze Bemerkungen machen zu den Berichterstattungen. Es ist nicht weit von meiner Heimat, über den sogenannten Krebswunderheiler vom Niederrhein. Ich rate uns dazu, durchaus erst einmal das, was wir ja bisher in erster Linie von Presseverlautbarung der Staatsanwaltschaft kennen, genau auszuwerten und zu sehen, wo sind etwaige Schutzlücken. Dann müssen wir sie angehen, dann wollen wir sie angehen. Da kann ein Beispiel sein, die entsprechenden Richtlinien aus dem Jahr 1992. Ich sage aber jedenfalls ganz persönlich, ich glaube nicht, dass man der Patientensicherheit dient, wenn man Behandlungsmethoden ohne jede wissenschaftliche Evidenz gleichsam vorschnell mit dem Gütesiegel eines staatlichen Gesundheitsberufes versieht. Das, glaube ich, nützt der Patientensicherheit nicht, meine Damen, meine Herren. Wenn es um die richtige Balance geht zwischen guter Qualität und nachhaltiger Finanzierbarkeit, dann werden wir uns dieser Frage auch zu stellen haben bei der Umsetzung der Ergebnisse des Pharmadialogs, den das Forschungs-, Wirtschafts- und Gesundheitsministerium gemeinsam durchgeführt haben. Wir wollen mehr Anreize für die Forschung und Entwicklung etwa von Arzneimitteln für Kinder bei seltenen Erkrankungen, bei dringend benötigten neuen Antibiotika. Wir brauchen aber auch eine wirksame Preisbremse, gerade bei Arzneimitteln, die hochpreisig sich eine große Zahl von Patientinnen und Patienten richten, also mit denen bereits im ersten Jahr hohe Umsätze erzielt werden. Auch hier gilt Qualität und Innovationsfreudigkeit und nachhaltige Finanzierbarkeit müssen zusammengehören. Meine Damen, meine Herren, lassen Sie mich auch etwas zur internationalen Gesundheitspolitik sagen, die sicher in den letzten Jahren zu einem Markenzeichen der internationalen Verantwortung der Bundesrepublik Deutschland geworden sind. Zur Stunde findet der erste Einsatz des European Medical Corps statt, eine Konsequenz aus der Ebola-Krise. Daran sind beteiligt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bernhard-Nocht-Instituts, des Robert-Koch-Instituts, die in der Demokratischen Republik Kongo helfen, den sehr ernsten Gelbfieberausbruch zu bekämpfen. Wir haben aus unserem Haus die entsprechenden Kapazitäten aufgebaut in den genannten Einrichtungen. Der konkrete Einsatz wird finanziert aus Mitteln des Auswärtigen Amtes. Ich möchte dem Außenminister, aber auch dem Entwicklungsminister ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit danken im Hinblick auf die Stärkung internationaler Gesundheitspolitik. Und schon in wenigen Wochen werden wir in Berlin zusammenkommen zu einem internationalen Expertentreffen, bei dem es um das Thema Antibiotikaresistenzen erneut gehen wird. Und wir werden im Mai des nächsten Jahres erstmalig überhaupt im Format der G20 zu einem Gesundheitsministertreffen in Berlin zusammenkommen, weil es gerade bei großen grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren, aber auch beim Thema Antibiotikaresistenzen darum gehen muss, die Aktivitäten der EU und der G7 mit den großen bevölkerungsreichen Ländern und großen Agrarproduzenten zu verbinden. Und deswegen werden diese Themen auf der Tagesordnung eines G20-Gesundheitsministerstreffens stehen. Für all dies setzt der Haushaltsentwurf einen ersten Rahmen. Wir werden ihn jetzt gemeinsam beraten. Auf diese Beratung mit Ihnen allen freue ich mich. Herzlichen Dank.